Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Persona 5 Royal. Ich bin es MC Muffix. Wir sind hier im Aube-Park und machen hier erstmal ein bisschen Urlaub. Okay, Morgana, dann mache ich halt keinen Urlaub. Tut mir herzlich leid. Muss ich mal wieder hier arbeiten. So kenne ich das. Okay, was gibt's denn hier Leckeres? Nein, okay, ich muss gleich zur Starte. Okay, nicht mal Urlaub darf ich machen. Nun gut, wir sind beim letzten Mal mit unserem schönen Reisemobil hier aufgebrochen und haben hier ja das Ziel hier gehabt, uns weiter umzuschauen in der Welt, sind gleichzeitig hier auch auf einen neuen, auf ein neues Gefängnis gestoßen. Zumindest sagt das unsere gute AI. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal hier um. Denn die Statue von Datemasa Mude muss man uns natürlich anschauen. Remarkable craftsmanship. It's truly the one-eyed dragon in all his glory. Indeed, I should have expected as much from such an icon. We must come back during the day. The hell? What's all this about? Prince of Nightmares, Volume 1. 20th reissue celebration? Reissue celebration? So they're promoting a book? I doubt they got permission to do this. Maybe it's some kind of prank. What a reprehensible miscreant. Putting up such tasteless flyers for their own gain. Let's take them down. That's better. Well, you happy, Yusuke? Yes. Now that I've seen the great Masamune, my apologies for taking so much of everyone's time. Let's move on. All right, that's one item off the list. Next up, Beet Tongue Soup. Let's see if these local flavors are enough to impress a sophisticated palate like mine. Oh, sorry. It might be hard to get in if we bring a cat along. What? Oh, oops. Holy shit! Is this for real? This meat is so thick, so soft. Damn, that's good. Ryuji, cut it out! You're spitting all over me! I think Yusuke's crying over here. I don't even want to know what his regular diet is like if this is enough to make him cry. Either way, food's delicious. Hey, let me have some too. I swear, you are the noisiest cat on the planet. Let's get to split some with you. Sorry, can't. Want to? Damn. Don't be such a pig. I'm hungry too, you know. Not so loud, you idiot. Is that a cat I hear? Oh, shit. Hearing things? I could have sworn I heard a cat. Oh, nope. Not a real cat, at least. We were just practicing our cat sounds. Right, Ryuji? Meow? Oh, come on. You're not fooling anyone. Sounds to me like he's in the bag of the gentleman with the glasses. Aw, that's sweet. Are you going to share? You and your cat should partake in the finest beef tongue this restaurant has to offer. What? Jay, not so loud! Oops. Sorry, sorry. You're right. If you get thrown out, then no more beef tongue. By the way, is this your first time having Sendai beef tongue? I should tell you, the oxtail soup's to die for. Did you know oxtail soup is packed with collagen? A lot of people seem to think it's good for your skin. They say it's not as effective when ingested, but there's a fair number of reports that suggest otherwise. Human cognition can be quite misleading. You may think you feel a change when none has occurred. This is the placebo effect and... No, dude. She's just going on and on. Does she even notice us talking right now? This overwhelming onslaught of pointless info. We got ourselves a nerd, ladies and gentlemen. Sorry about, you know, the bag thing. Huh?
Oh, you mean the cat? Don't worry, I won't tell the staff or anything. By the way, are you all students? I could see a couple of you being in college, but not you. You've still got an air of innocence about you. In which case, you'll be taking your entrance exam soon, right? Have you decided where you're going to apply yet? Oh, forgive me. I haven't even introduced myself. I'm Kuani Chinose. I work as a researcher over at Toho University. Hey, you guys should come check out the campus. It's way up in the mountains, but it's a lot of fun. Lots of bears this season, too. The bears? Oh, you know, we kind of got something going on already, so we don't exactly got the time. I see. Yes, well, it's important that you do what you want while you're still young. Allow me to impart a little treat till next we meet. Sure? Well then, I've had my fill of beef tongue, so it's probably best if I get going. Farewell, young ones! So, she was weirdly energetic, huh? Well, thankfully, we avoided getting in trouble. We should be grateful she didn't tell on us. Sorry, that was my fault. I got carried away too. Sorry, Mona-chan. We'll buy you some sasa kamaboko later. You mean the fish cake on the skewers with that nice layer of char on top? Oh, I can't wait! Nice! Oh my gosh! Oh, his latest work was just perfect. I was up all night reading it. Two nights in a row, if you can believe that. Speaking of which, I read in a magazine that he's going to be at the station today. There's no way I'm missing that. All right, let's finish eating. And quietly this time. Yes, ma'am. I'm stuffed. How you can eat 5 bowls of rice is beyond me. Is your stomach a black hole or something? Look, if they're offering free refills, then you can bet I'm ordering them. Indeed. You can eat the first bowl and focus exclusively on the glistening of the meat. Then the aroma on the next, and so on. Pretty sure that's just you. Well, I will say the food here certainly is delicious. Yeah! Good job, Sophia! It was, as they say, a piece of cake. Guess we should leave where we eat up to Sophia now, huh? What's going on over there? Natsume-san! Your latest issue was just amazing as always! Natsume-san! Over here! Can you please sign my copy? Thank you for all your support. Whoa, hold on now. Only 1 autograph per person, please. Oh. My apologies, but could the men please go to the back of the line? Ladies first, you see. What the hell's that? He looks pretty popular. I heard that woman say latest book. Does that mean he's a writer? Oh. Hello there. Are you looking for an autograph as well? Or perhaps a handshake? Huh? Oh, how terribly rude of me to keep such lovely fans waiting. Please, accept this as a token of my apology, yes? Don't worry, I've already signed it. Okay. Listen, we were just passing by. Is that so? It seems I got a little ahead of myself. Prince of Nightmares by Ango Natsume. Yours truly, Ango Natsume. It's a pleasure. Prince of Nightmares. That's the name from those flyers on the Masamune statue. My flyers on Masamune statue? I think I know what happened. That's most likely the work of some of my more zealous fans. I appreciate them promoting my work, but it appears they went overboard somewhat. Honestly, they can be a real handful sometimes.
allow me to apologize on their behalf. In exchange, allow me to offer you a kiss. Yo, back off, dude. Can't you see you're making her uncomfortable? And who are you supposed to be? I believe I was addressing these lovely young ladies here. I thank you not to interrupt. Sorry, but they're with us. Got a problem, you can always talk to me. Do you seriously think you can get away with speaking to me like that? My, this one's got some backbone, doesn't he? Mr. Natsume, we need to get moving soon. Well then, it seems I must be going. I've a magazine interview to get to. To all those who have read my book, I thank you from the bottom of my heart. Natsume! I love you! Oh, he's just so dreamy. I'll have to buy 10 more copies tomorrow to show him just how much I care. Who was that, man? I don't know if he was some local big shot or whatever, but he sure was pissing me off. He was a strange one for sure, but the people around him seemed really happy. Why was that? Probably because they're a bunch of weirdos. I must agree. He wasn't at all deserving of such praise, even in the form of flattery. Are you all right, Haru? Mm-hmm. I was just a little surprised, is all. How'd a jerk like him get so popular? Doesn't make any sense. There might be something else going on here. We could even be changing people's hearts. You mean, he's the monarch of the Sendai Jail? It's just one possibility. No, I think you might be onto something. If he's the monarch, then everything else totally makes sense. I got my laptop back at the RV. Should be able to dig something up from there. Futuba, wir brauchen doch nicht mehr. Wir haben Sophie, die kann auch alles googeln. Dieser Hago Natsume, wir wissen zwar noch nicht, ob er ein Monarch ist, aber er ist definitiv verdächtig. Wir sollten dann beim Moment besprechen, wie wir es an Infos zu ihm gelangen. Dann sehen wir weiter. Darf ich mich jetzt ein bisschen umschauen? Okay, darf ich nicht. Boah, Leute, man, hier hat man ja auch... Oh, ach so. Ah, ich habe mir gerade überlegt, ja, eigentlich hat man das hier voll schön designt. Und richtig schöne neue Städte, ist ja logisch, weil das werden ja dann die neuen Levels dann sein, wo wir dann kämpfen werden. Also, ich dachte im Endeffekt erstmal, es ist die Doktorin, die wir ja bekämpfen müssen. Aber wahrscheinlich wird die dann mehr oder weniger irgendwie auf unserer Seite stehen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber die wird wahrscheinlich uns dann helfen. Darf ich jetzt hier endlich mal... Ich darf hier immer noch nichts essen geben, Mann. Was ist denn das, Mann? Ich will essen geben, Mann, und nicht hier immer besprechen, Mann. Ich bin hier zum Urlauben und nicht hier zum Arbeiten, Mann. Ach ja, und übrigens, das Buch, was er hier Haru gegeben hat, das ist wieder seine Einladung in den Palast, bin ich mir ganz sicher. Right, let's go over what we know so far. Sophia, you can confirm there's a jail here, correct? The smell got a lot stronger once we entered the city. So yes, I'm sure of it. And the man we met earlier, his name was Ango Natsume? I just did a quick search on him. Here's what came up. Ango Natsume, grandson to renowned writer Sogo Natsume. Currently a successful light novel author. Says the guy kicked off his career with his debut work, Prince of Nightmares, which won the grand prize in the Sokaisha Awards. This thing's selling stupidly well. It sold 1 million copies alone. 1 million? That's kinda nuts, right? Are you kidding? It's a borderline miracle. Debuts almost never hit numbers like that, even the really good ones. I checked social media. And, well, this whole thing is kind of bizarre. Natsume's fans are probably going on some kind of rampage, right? There's a rumor that some people got beat within an inch of their lives, just because they were sort of dressed like Natsume's characters. Right. The worst part is that no one stepped in to stop them. In fact, the attackers were praised for what they did. These are likely the same kinds of people who defile Masamune's statue with flyers. They clearly lack self-restraint. The fans at the station seemed really passionate, too. It was almost like they were part of a cult. I'm checking some of the online forums. Looks like there's about 100 threads created about this dude almost every day. And they're all positive.
not only that, but all of these IP addresses are from Sendai. That's crazy suspicious. This is definitely our guy then, right? That's true. We haven't determined his abilities as a writer yet. If he really is just some freakishly talented writer, then the jail here has nothing to do with him. And he earned all that praise, right? But there's still a chance he's our monarch too, ain't there? That's what we're gonna find out. Tomorrow, we'll go into town and see what intel we can dig up. If he's the monarch, then there's a good chance we'll run into some victims who've had their hearts changed, just like in Shibuya. Oh yeah, we should probably let Inspector Gramps know too, huh? Good idea. He might be able to give us some other clues too. Okay, well, I guess we should all probably hit the hay. We've got a busy day tomorrow. So, why the hell are we sleeping up top? Might as well be sleeping outside. Ain't it gonna be cramped? There's nothing we can do. There isn't enough room in the car. Besides, it's not as bad as you say. Back when there were more students at the atelier, it was quite normal for us to sleep huddled together due to lack of space. Man, you always keep cool in the weirdest possible way. You know that? Come on, guys, are we really just gonna call it a night? Shouldn't we, like, all be playing cards till super late or stargazing or something? Ain't that the kind of shit we're supposed to do on a big trip like this? You're missing the point, dude. Forget it, Ryuji. We're up early tomorrow anyway, so you'd better get some rest. Man, it's gonna be hot as hell with three of us and Morgana, ain't it? Very true. That fur certainly won't help things either. Oh, what do you want from me? I can't help that I'm a cat. Not that I'm actually a cat, though. Guys, shut up. Shit. Sorry. Wrong. Not like that. Like this. This. Ganz sehr, sehr friedliches Einschlafen der anderen. Richtig friedlich. Alles klar, wir sind an der Senderstation. Finden wir was über den arroganten Misker raus. Mann, Alter, chill mal. Du bist ja aufgekratzt als ein Grundschüler in den Sommerferien. Alles okay bei dir, Futuba? Du bist wohl kein Morgenmensch, was? Ich habe schlecht geschlafen. Ohne meinen Lieblingskissen ist es mir einfach zu ungemütlich. Naja. Das war ja auch die erste Nacht im Wohnmobil. Du gewöhnst dich sicher noch dran. Ziemlich viel los für einen Wochentag. Vielleicht, weil Schulferien sind. Das Einkaufszentrum ist nur wenige Schritte entfernt. Die Dekorationen zum Tanbata-Fest sind eine beliebte Sehenswürdigkeit. Ach richtig, bald ist in Sendai Tanbata-Fest. Es gibt zahlreiche Geschäfte, die die Massen anziehen. Vielleicht können wir uns dort umhören. Ja. Ja, wir machen es genau wie bei Alice. Wenn wir etwas gefunden haben, treffen wir uns wieder. Also, Detektivarbeit ist wieder angesagt. Wir sind nun in Sendai hier. Wirklich nun ein komplett neuer Abschnitt, den wir hier haben. Was doch ich ganz schön finde. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns ein wenig um. Beginn der Ermittlungen. Los geht's. Dann stimmt unser schönes Gerät. Der Gerät. Und dann schauen wir mal, was mir ist. Eigentlich will ich mich noch ein bisschen umschauen. Sieht ja ganz schön aus, Mann. Kann man überleben. Was haben wir hier? Ein Velvet Room, ah. Und da können wir shoppen. Ich will shoppen. Shoppen ist das Wichtigste. Hi. Nö, ich brauche eigentlich nichts. Wenn eh wieder nur ein paar Lastern. So. Sehe ich die Dinger da oben, Mann? Die sehen aus wie Aliens. Das sind sogenannte Luftschlangen. In Sendai wird die Spitze mit einer großen Kugel namens Kusudama versehen. Wird im Juli nicht auch Tanbata gefeiert?
Hier richtet sich dann Butter nach dem alten Mondkalender. Es findet also einen Monat später statt, im August. Da komme ich nicht mit. Egal, August geht ab. Das ist die richtige Entscheidung. So, also jetzt müssen wir mal shoppen. Schokobanane kauft. Ach, ich vergesse, dass ich nur so reich bin wie in Persona 5. Willkommen. Ango Natsume? Natürlich kenne ich ihn. Er mag unsere Produkte. Viele von seinen Fans schenken sie ihm. Sie verkaufen sich wie geschnittenes Brot, sag ich dir. Und das alles nur wegen Natsume. Aber ehrlich mal, ich mache mir echt Sorgen, wie viel Geld die Fans fürs ganze Zirkus geben. So war das auch mit Alice. Ihre Fans haben sie auch mit Geld überschüttet. Nicht unbedingt. Nö, bringt mir nicht so viel. Da ist natürlich die Frage, wir werden natürlich hier wieder die, also die sieben Todessünden hier im Endeffekt wieder haben. Das war ja das, was ich hier schon angedeutet hat. Das war ja auch schon so beim ersten Dungeon, das war ja der Wollust. Und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Dungeon das hier wieder sein wird. Theoretisch, wenn wir jetzt nach der Persona-Chronologie gehen, dann müsste es ja jetzt hier, ich glaube, der Night müsste es sein, oder? Ich glaube, Night was. Oder nur Hochmut? Na, Hochmut kam später. Ich glaube, Night. Ja, bist du nicht von hier? Du kannst deine Wünsche dort auf den Tag Z zu Zettel schreiben. Hey, Maxi. Kannst du dir wünschen, dass das mit der, mir und Lady Anne klappt? Nö. Ich und Makoto, Mann. Unsere Beziehung ist einfach hier ausgestorben, Mann. Ah, das nervt. Hast du was da rausgefunden? Ach, Maxi, ich war gerade in diesem Ladenviertel unterwegs. All diese konditionellen Essstände, da kann man ja nur an Naschereien denken. Die Verlockung ist riesig. Ich bin fast zusammengeklappt, als ich einen Laden sah, der Gürtel-Eis und Schokobananen verkauft. Tut mir leid, ich sollte mich weiter nach Natsume. Ich habe ein bisschen was gekauft, gell? Willst du meine Schokobanane haben, ey? Ach, du wirst etwas über Ango und Natsume wissen? Nicht nur du. Alle! Zurzeit redet die ganze Welt über ihn. Ich kann es nicht mehr hören. Solche hochnäsigen Mistkerle haben immer etwas zu verbergen. Das Geschäft läuft in der letzten Zeit anscheinend gut, dank der vielen Natsume-Geschenkartikel. Die Leute müssen mal aufwachen. Es gibt jede Menge andere guter Ton. Stephen King, liebe Leute, Mann, nur Stephen King hören. Hey, du. Kann ich dich für gekühlte Ananas begeistern? Ja, komm, kauf mal. Gekühlte Ananas hört sich gut aus, Mann. Ich kauf gerne solche Sachen, Mann. Schau, Maxi. Bei dem Minimarkt drüben drängen sich viele Kundinnen. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ihre Augen wirken so leer. Ja, da waren wir gerade. Das war ja der. Da haben wir schon. Das haben wir schon gemacht. Ich hätte lieber so Tate Masamune. So Auge. Das wäre cooler. Hier gibt es leckeres Jakobsier, das auch nicht billig ist. Lass es nicht hingehen. Ich kann nicht alles kaufen, tut mir leid. Muss auch irgendwo Grenzen setzen. Oh, da geht's rein, oder? Ich wusste nicht, dass hier ein Tempel ist. Er ist klein, aber dennoch sehr hervorstechend. Anscheinend kommen hier viele Geschäftsleute her, um nach Glück zu bitten. Bitte hilf auch dem Sophia-Shop. Der war süß. Die Landbesitzer waren erstaunt, als sie hier von Harus Herkunft waren. Zuerst waren sie stark von der Universität, doch Haru ist einfach zu warmherzig. Im Problem fingen sie an zu plaudern. Unglaublich, wie die Leute auf Vertreter der Oberschicht reagieren. Doch Haru nimmt ihnen jegliche Angst. Sie ist unglaublich. Oh, hallo. Ich habe mich in den Läden umgehört. Im Sinne scheinen alle gerade besessen von Natsume zu sein. Das wirkt sich sogar auf das Ladenpersonal aus. Manche beschweren sich, dass es schlecht fürs Geschäft sei. Angestellte scheinen nicht zur Arbeit oder verschwinden während ihrer Schicht, um immer wieder Natsumes Buch zu kaufen. Wurden sie vielleicht einem Sinnwandel gezogen? Oh, das hätte ich fast vergessen. Als ich einem der Restaurantbesitzer von unserer Reise erzählte, gab er mir das hier. Das ist ein Hamburger, nur aus lokalen Zutaten. Es soll sehr lecker sehr gut schmecken. Hoffentlich kann Okamaru Foods eines Tages auch mir auf die regionale Küche setzen. So, ein Burger gratis, so kürze ich das. Nee, dich hatte ich doch schon. Da ist nichts Wichtiges. Sieh dir mal das an. Bookworm hat ihr Social Media Konto gelöscht. Bookworm ist die Autorin, die du so gerne magst, oder? Die hat in letzter Zeit richtig viel veröffentlicht. Vielleicht hat sie Depressionen. In ihrem letzten Post hieß es, sie wäre es leid zu versuchen, sich in einem Vakuum Gehör zu verschaffen. Glaubst du, Ango Natsume ist der Grund? Hast du Angos Buch gelesen, die Geschichte? Und die Dialoge sind genau wie bei Bookworm. Hey, vorsichtig. Wir reden hier über Sango Natsumes Enkel.
Wenn du was Falsches über ihn sagst, erntest du einen Shitstorm. Hey, hast du das gehört? Sie schienen Ango und Natsume zu verdächtigen, alle Leute Arbeit zu stehlen. Oh, das, ob das verstimmt? Oder ob das nur ein Gerücht ist? Das war jetzt mal eine wichtige Info. So, und Okumaru Foods! Oh, endlich wieder Big Bang Fritten. Endlich wieder das Gescheites, was wir essen können. Und da geht's, glaube ich, nicht weiter. Okay, gut. Haben uns hier schön umgeschaut. Mir gefallen diese neuen Location. Wie gesagt, das werden natürlich dann unsere Arenen in den Palästen sein. Aber trotzdem schön, wie detailreich das hier gemacht ist. Gefällt mir gut. So, aber ich liebe halt auch den Persona-Style. So, da müssen wir auch nicht runter. Okay, dann geht's hier, würde ich mal sagen, wieder nach oben und schauen wir uns auf der anderen Seite um. Bin ich gerade blöd, oder? Laufen? Ich glaube, da läuft es schneller. Okay, dann torkeln wir halt durch die Gegend. Warum? Warum tust du mir das an, meine Honigschnute? Hier haben wir uns die Liebe geschworen. Du hast mir gesagt, wie wichtig ich für dich sei. Warum also? Was habe ich falsch gemacht? Du bist kein Ango Natsume-Fan, denke ich mal. Also, es ist eigentlich ziemlich deutlich, dass ja der Palast hier ist. Doch interessieren tut mich die Doktorin, weil, wie gesagt, die muss ja irgendwie mal eine Rolle spielen. Ansonsten hätte sie kein Gesicht. So einfach ist das. Alle, die ein Gesicht haben, müssen wichtig sein. Ich muss einfach alles aufkaufen. Dann bemerkt Ango mich vielleicht endlich, wenn ich mich nicht bei alle verpasse, ich seine Signierstunde. Natsume gibt eine Signierstunde? Zug abgeschlossen. Natsume hält in der Nähe eine Signierstunde. Bis zu Beginn sehr bald. Moment. Sind sie alle deswegen hier? Der Buchladen liegt im Einkaufszentrum namens Porto. Das Event beginnt in einer Stunde. Verstehe. Okay, Maxi. Kommen wir wieder, wenn wir uns fertig umgehört haben. Nein, ich möchte mich nur... Ich hab nicht mit Makoto geredet. Jetzt haben wir jede Menge Infos. Das sollte reichen. Erinnerst dich an Natsumes Autogrammstunde? Da ist die Chance, ihn persönlich zu treffen. Gehen wir hin. Und das Sightseeing? In Ordnung. Sobald du alles gesehen hast, gehen wir zur Autogrammstunde. Man muss Prioritäten setzen. Okay, aber da können wir nicht einkaufen. Schade. Okay, das ist der Laden, wo sie alle anstehen. Das ist ein Gedränge. Das muss wohl der Grund sein. Es ist irgendwie auffällig. So, ich möchte mich nämlich wieder hier ein bisschen umschauen. Was gibt's hier? Oh, yeah. Ochsen zu gegessen. Irgendwann kommen wir mal wieder her. So, Kochrezepte. Oh, für die Läden. Sehr schön, genau. Den kaufen wir uns natürlich. Warte. Hast du dir vorgehört, einen Eintopf zu bestellen? Dann gestatte mir, die Äste gleich zu tun. Die im Eintopf zart gekochte Ochsen sollen so köstlich, göttlich sein. Ich muss das überprüfen. Ich aß mir dieses kleine Gürtel. Superb. War superb, Maxi. Ich fühle mich inspiriert. Muss ich das öfters kaufen, oder kann ich das überhaupt öfters kaufen? Ich kann es nur zweimal kaufen, okay. Müssen wir schon noch ein bisschen umschauen, ob wir hier noch was Schönes verpassen sonst. Das ist halt wieder das Schöne an Persona, dass halt einfach so viel Schmarrn hast, was du einfach machen kannst. Okay, liebe Leute, bevor wir jetzt aber hier zur Autogrammstunde gehen, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier schon weiter mit Let's Play Persona 5 Royal. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.